ich habe heute Kira die Haare geschnitten. Das allererste Mal und das habe ich natürlich alles aufgenommen. Jetzt war es aber wirklich an der Zeit, denn ihre Haare sind schon so lang geworden, sind an sich schon dünn genug und sie haben sich immer wieder verknotet und sie hatte gar keine Lust mehr aufs Haarebürsten. Also wer kennt das nicht als Mutter? Aber davor ging das echt gut und jetzt sind sie einfach so lang, dass sie sich immer verheddern und verknoten und das einfach schwierig geworden ist mit denen und deswegen haben wir uns entschlossen, sie ein bisschen zu schneiden. Ich habe ihr selber die Haare geschnitten, also ich bin dafür nicht extra zum Friseur gegangen. Kira hat jetzt nicht irgendwelche lockigen oder welligen Haare. Ihr Haar ist recht glatt und ich dachte mir, das wird sicher recht gut gehen. Ich habe jetzt auch gar keine bestimmte Technik angewendet. Ich habe es wirklich einfach gerade abgeschnitten und dann an den Seiten nur so ein bisschen das geformt und das war es auch eigentlich schon. Ich habe im Nachhinein ein paar Videos auf YouTube gesehen, wie man auch den Kindern die Haare schneiden kann. Ich denke, viele gehen auch nicht zum Friseur, weil manche Kinder mögen das einfach nicht oder können da nicht ruhig sitzen, haben vielleicht auch Angst vor der Schere oder so. Also Kira wollte auch nicht unbedingt zum Friseur, deswegen habe ich es auch selber gemacht, weil ich gedacht habe, bevor sie dort jetzt dann anfängt zu weinen oder das nicht will oder keine Ahnung, habe ich das jetzt einfach selber gemacht. Es gibt wie gesagt ein paar Videos auf YouTube, das habe ich erst im Nachhinein gesehen, aber bei Kira ging das wirklich einfach. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, ihr könnt einfach einen Zopf machen, also nach hinten einen lockeren Zopf und den Gummi so weit nach unten schieben, wie lang ihr das Haar haben wollt und dann einfach abschneiden. Ihr lässt vorne so zwei Partien, so etwas Haar vorne da, wenn ihr gerade, wenn das Kind ein Pony hat oder wie auch immer, oder vielleicht auch kein Pony, aber vorne so zwei Haarpartien lässt ihr so Strähnen da und den Rest bindet ihr zusammen, macht das und dann könnt ihr angleichen, das stufig oder wie auch immer dann machen. Es ist wirklich total einfach und das habe ich nämlich bei meinen Haaren auch gemacht. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Video in die Infobox hier rein oder zeige euch hier ein paar Bilder oder so, dann könnt ihr sehen, wie es ist. Aber es ist wirklich sehr einfach.